Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist der 20.06.2020 und wir werden heute eine kleine Runde wandern gehen. Ich bin übrigens in dem Wald unterwegs, wo ich im Frühjahr den Gewürzmörser geschnitzt habe. Und es ist wirklich immer wieder schön zu sehen, wie die Natur im Sommer explodiert. Da hinten ist übrigens der Waldabschnitt, wo ich damals den Gewürzmörser geschnitzt habe. Mein Ziel dieser kleinen Wanderung ist übrigens eine kleine Waldhütte, wo ich dann noch etwas Kleines essen werde. Schaut euch mal diese wunderschöne Landschaft an. Aber jetzt geht's wieder zurück in den Wald, weil wir wollen ja zu der Hütte. Hier ist auch ein Wegweiser, der mich zu der Hütte führt. Bei diesem Wanderweg läuft man die ganze Zeit am Rande dieses schönen Feldes mit dieser wunderschönen Aussicht. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Wanderweg. So, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg und jetzt geht's hier lang.
Und hier geht's wieder weiter. So, ich bin gleich an meinem Ziel angekommen. Hier ist noch mal eine wunderschöne Aussicht. Mir ist gerade was hier an dieser Stelle passiert, wo ich das Video von dem schönen Feld gemacht habe. Es hat gerade so leicht gekrummelt und ich dachte schon, ja, im Himmel würde sich was zusammenbrauen, es würde gleich gewittern oder sonst was. Aber nichts Böses gedacht. Und dann habe ich es leicht grunzen gehört und dann war es mir klar, da musste ein Wildschwein sein. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber es war ziemlich nah an mir. Ich bin dann natürlich schnell weggegangen. Hier bin ich jetzt 20 Meter von der Stelle weg, also ich bin nicht im Revier des Wildschweines, hoffe ich zumindest. Aber ich bin auf jeden Fall an der Hütte angekommen und werde jetzt hier auch mal was essen. Also diese Hütte ist ein kleines Restaurant, was immer am Wochenende betrieben wird. Aber jetzt zur Corona-Zeit ist die Hütte leider komplett zu. Jetzt gibt es mein wohlverdientes Essen. Ich habe mir hier eine schöne kleine Wassermelone geholt, die ich jetzt gleich mal essen werde. Und dazu gibt es noch schön kaltes Kokosnusswasser. Guckt euch mal diese Zecke an, die war gerade noch an meinen Beinen. Ich habe euch ja gerade eben von dem Wildschwein erzählt, was hier hinten auf dem Feld war. Ich habe es zwar nicht gehört, aber ich habe das Grunzen sehr, sehr deutlich gehört und auch sehr, sehr nah gehört. Zum Glück bin ich glimpflich davon gekommen. Normalerweise sind ja Wildschweine nicht wirklich aggressiv, aber wenn man ihnen zu nahe kommt oder sie Frischlinge dabei haben, dann kann es wirklich böse ausgehen. Hier hinten auf dem Feld arbeitet auch ein Bauer mit seinem Traktor. Und der fährt die ganze Zeit hin und her und ich könnte mir vorstellen, dass das Wildschwein dann zu mir getrieben worden ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier sehr, sehr viele Wildschweine in diesem Umkreis sind, gerade weil hier eine kleine Waldhütte ist und dementsprechend dann öfter Essensreste hier auf dem Boden liegen. Also ich bin wirklich sehr, sehr oft im Wald unterwegs als Wanderer und es war tatsächlich erst meine erste Sichtung eines Wildschweines. Und das, obwohl ich manchmal mitten durch den Wald laufe.
Als Autofahrer habe ich schon öfter Wildschweine gesehen, aber wie gesagt, als Wanderer habe ich noch nie ein Wildschwein gesehen. Wenn jetzt kein Corona wäre, dann könnte man hier auch schön was essen. So, ich werde mich jetzt wieder auf den Rückweg machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen des Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.